machen uns bei dir danach noch einen schönen Abend in deiner Junggesellenbude. Bei mir? Was hältst du davon, wie früher? Dein Lieblingsgetränk, Rum-Cola? Hm, ja, wieso nicht? Seit wann ich hier wohne? Also Ewigkeiten. Ich bin damals hergezogen, weil ich mich... Oh, danke schön. Danke. Bitte schön. ...in unserer alten Wohnung... Lasst euch schmecken. ...mega unwohl gefühlt habe. Und ja, war Zufall, dass ich jetzt hier auch in der Nähe von dir wohne, ne? Ja, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Oder wie du sagst, Schicksal. Ja, das war auf jeden Fall Schicksal. Also Zufall kann es nicht gewesen sein, oder? Das ist unglaublich. Ich kann nachts nicht schlafen. Das ist unglaublich. Mhm. Nee, ich auch nicht. Wirklich. Damals ja, nie damit gerechnet, also bis dato, wo wir uns über den Weg gelaufen sind, dass ich dich überhaupt noch mal wiedersehe. Nee, ich hab daran auch nicht mehr geglaubt. Aber du hast dich auch einfach aufgelöst, ne? Also, ja, aber erinnern wir uns ja mal an guten Tage, ne? An ja. Schönen Zeiten. Wir hatten ja auch schöne Zeiten. Aber ich kann dir eins sagen, Marie, ich habe mich von vorne bis hinten geändert. Also ich habe mein Leben reflektiert, mein Verhalten reflektiert und es tut mir vom Herzen leid, was ich damals getan habe. Und ich hoffe und wünsche mir einfach, dass wir uns so schnell nicht mehr aus den Augen verlieren. Ja, im Endeffekt hatten wir ja auch schöne Tage, ne? Wenn du überlegst, Scharbeutz an der Ostsee. Mega schöne Tage. Allein unser erster Kuss, der Sonnenuntergang, unser erster Kuss. Unsere erste gemeinsame Sternschnuppe zusammen, die wir gesehen haben. Ja. Das waren schon wirklich die Sommerabende, wo wir da im Stroh lagen, auf dem Feld mit dem Picknickkorb. Wir haben viel gemeinsam gemacht. Ja, mir geht ja unser Urlaub nicht aus dem Kopf. Der letzte, bevor du dich aufgelöst hast, in die Luft, keine Ahnung, wo du da warst, du warst ja komplett weg. Das tut mir leid. Ja, nee, ich glaube, du bist mir auch nie aus dem Kopf gegangen, nie. Nicht einmal. Ich habe letztens meinen Kumpel, Basti war bei mir und den habe ich auch derbe angeschnauzt, weil ich einfach so voller Emotionen war, weil ich dich wieder getroffen habe und nicht wusste, wie ich damit umzugehen, also wie ich damit umgehen soll. Ja, das weiß ich ja bis heute nicht, ne? Also ich bin dir ehrlich, ich kann dem Ganzen nicht vertrauen. Wir schauen mal, was die Zukunft bringt, aber ja. Also wenn du möchtest, dass wir uns nicht mehr aus den Augen verlieren, wäre ich bereit, auch dem zuzustimmen. Ja, schön. Das freut mich auf jeden Fall. Wir schauen mal einfach. Ne? Prost. Einen wunderschönen guten Morgen, Schlafmütze. Ach, guten Morgen. Hast du mal auf den Tacho geguckt? Nein. Ja? Gerade wach. Schon 11 Uhr. Ja, war ein bisschen lang gestern, ne? Ich wollte gerade sagen, war ein bisschen doll, ne? Bisschen viel getrunken? Ein bisschen vielleicht. Aber wie war denn deine erste Nacht hier in der Wohnung? Ja, die erste Nacht war okay, aber war ja nicht die erste Nacht. Im Bett war es auf jeden Fall bequemer. Muss ich sagen. Vanessa, wir haben das doch geklärt. Warum fängst du jetzt mit dem Thema an? Ey, das Thema war geklärt. Du weißt, ich bin gerade dabei, die Beziehung mit deiner Mutter zu retten. Und warum fängst du jetzt mit diesem Thema an? Ich verstehe es echt nicht. Du hast mich doch gerade danach gefragt. Ja, ich habe dich gefragt. Ja, richtig, hier auf dem Sofa. Was war meine Antwort? Und nicht das, was da zwischen uns mal passiert ist. Und dazu nochmal, Eddie darf das wirklich niemals erfahren. Ja. Dann ist alles im Arsch. Du hast ja recht. Ernsthaft. Ich muss trotzdem sagen, ich fand den Abend cool gestern. Doch, das war er. Hat schon Spaß gemacht. Auch wenn sich die ein oder anderen Nachbarn beschwert haben. Ist halt so, müssen sie sich dran gewöhnen, ne? Ja, war ein bisschen kalt. Ich schlafe extra schon mit Socken. Ja, aber doch die Heizung hier an. Ja, aber mal so eine richtige Decke vielleicht mal besorgen. Da müssen wir gucken, ne? Vielleicht passt das, dass wir sonst nächste Woche einfach mal losfahren, dir eine vernünftige Decke holen. Aber
Hallo? So doll hast du jetzt nicht gefroren, als hättest du jetzt in einem Auto gepennt. Hatte ja auch also gut einen drin, das stimmt. Ja, jetzt aber mal davon abgesehen, dass du voll warst und ich dachte, ich stelle dir hier gleich noch einen Eimer hin. Im Auto wäre es kälter gewesen. Ohne Klimaanlage, ohne alles, ohne Standheizung. Ja, vielen Dank nochmal. Gerne. Ich würde sagen, ich räume hier mal so ein bisschen das Chaos auf. Hier steht ja überall irgendwie noch was rum. Dein tolles Konfetti, übrigens ganz klasse Idee. Da wird sich der Staubsauger freuen. Und dann würde ich sagen, lass uns mal irgendwie was essen. Hast du auch Hunger? Ist ein guter Plan. Dann überlegst du dir was zu essen und ich fange mal an, dein Konfetti hier wegzusaugen. Alles klar, machen wir so. Ich überlege mir was. Ich bin gespannt. Meinst du, verträgst du jetzt einen Döner nach dem Saufen? Doch, nach so einem Suffabend was Fettiges im Magen ist schon nicht schlecht. Ja, ohne Witz, er schmeckt da so gut, ne? Also du wirst begeistert sein. Wenn du nicht begeistert bist, dann weiß ich auch nicht. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so gut schmeckt, wie du sagst. Natürlich. Und ja, ich glaube, morgen fange ich dann mal mit Sport an, ne? Mit Sport? Natürlich, mit Sport. Ja, das sagen sie alle im Freundeskreis. Ja, ich fange morgen mit Sport an. Sehe ich aus, als wenn ich lüge? Nein, aber wenn du es so ernst meinst, können wir ja mal zusammen joggen gehen. Joggen. Also es gibt so geile Sportarten und du willst joggen. Ja, ich gehe regelmäßig joggen. Wenn du wirklich anfangen willst, kannst du morgen noch mitkommen. Ja, oder irgendwann anderes. Wir können ja auch irgendwie ins Fitnessstudio. Joggen. Ich hasse Joggen. Ist das jetzt eigentlich? Ich habe noch nicht mal Laufschuhe, ey. In den Dingern fliege ich doch direkt auf die Fresse. Ach, schaffst du schon. Willst du dich jetzt drücken, ne? Nein. Ja, okay, morgen joggen. Ja, okay. Okay, Hand drauf. Morgen joggen. Ich bin gespannt. So, da vorne ist der Dönerladen. Lass mal jetzt. Ja, echt Essen ist gut. Und morgen knurrt. Ja, machen wir. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Definitiv nicht. Es tut so gut, was zu essen. Es schmeckt echt gut. Ja, glaube ich dir, nach deinem Softag gestern. Ich muss dir nochmal was richtig Cooles erzählen. Na? Ich habe mich letzte Woche mit Helga getroffen. Mhm. Und ich muss sagen, das lief echt super. Ihr ging es auch richtig gut. Nicht so wie die letzten Wochen. Und ich glaube, wir haben wieder richtig zueinander gefunden. Der Tag, der war mega. Wir waren in so einem Wellness-Tempel. Das war echt super. Ja, das ist ja schön für euch. Ja, gerade dass es wieder läuft. Also, mich freut das absolut. Aber, du sag mal, ich habe da noch mal so ein kleines Anliegen an dich. Sie hat mich beim Date gefragt, ob ich von dir was gehört habe. Und ja, was hätte ich ihr erzählen sollen? Ich musste lügen. Und ich habe mir von vornherein gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dies Lügen. Und das war halt echt scheiße. Sie fragt mich ja, weißt du, was mit Vanessa ist? Die meldet sich nicht bei mir und so. Und ich musste ihr dann erzählen, ja, ich habe dich zuletzt beim Stadtpark gesehen, wo du da an uns vorbeigejoggt bist. Ich hätte schlecht erzählen können, dass du bei mir auf dem Sofa pennst oder wie auch immer. Du, weißt du was? Mir fällt gerade ein, ich habe noch einen Termin. Warte mal. Was hast du jetzt noch für einen Termin? Meine Nägel. Darfst du überhaupt schon wieder Auto fahren? Da ist eine Hälfte drin. Da steht immer einer, die Frauen, ey. Plötzlich ein Termin, nach dem Suffabend. Ich hab Bock auf den Carlo, Mann. Du hast mich zittert, der Scheiße. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, hallo, Frau. Schön, dass du gekommen bist, Mensch. Ja, kann man sehen. Also, was ist jetzt die Sache? Lass uns einfach jetzt kurz darüber reden und dann haben wir den Scheiß hinter uns. Auf der Straße, lass uns reingehen gleich, weil das ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich eine wichtige Sache und. Ich will das einfach nur schon hinter mich bringen. Lass uns nicht da nicht reingehen, sag, was los ist und
Ja, nee, nicht jetzt hier auf der Straße überall, weil das ist mir einfach zu wichtig. Was wollen die denn mitbekommen? Ich hab, ja, ist egal was, aber ich hab drin einen Tisch bestellt. Lass uns reingehen bitte und das da. Ich muss da kurz mit dir reden. Also es ist für mich sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, sagst du. Sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich habe einen Tisch reserviert und dann trinkt man... Einen Tisch reserviert? Ja. Also willst du mich jetzt auf ein Dinner einladen oder nein, zu reden? Bloß wie gesagt, ich möchte es nicht hier auf der Straße machen. Wie gesagt, lass uns reingehen, ich habe einen Tisch reserviert und da können wir dann reden und. Ja, meinetwegen, wenn wir schnell hinter uns kriegen, dann... Das wäre sehr nett von dir, danke. Where you been? Running from things that you know. So, Paul. Jetzt sitzen wir hier. Die zwei, ganz romantisch hier. Mit einer Blume. Erzähl jetzt, was möchtest du von mir? Das ist ganz wichtig. Also für mich auf jeden Fall ist es sehr wichtig. Ich weiß, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, da warst du noch so. Ja, ist ziemlich lange Zeit her. Ja. Hast dich nie gemeldet? Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Also ich war sehr viel unterwegs. Ich war, wie du weißt, habe ich ja in Immobilien seit ihr und ihr gemacht. Und ich habe viele Auslandsimmobilien gehabt. Ich war in Spanien, in Caracas. Viel hier in Europa unterwegs. Mhm. Und ja gut, da habe ich damals gelebt. Und da denkst du natürlich nicht an alte Zeiten und da bist du abgelenkt. Ja. Wie gesagt, ich war nur unterwegs und da habe ich schon... Deine Dummgeschichten interessieren mich nicht. Ich will wissen, warum wir jetzt hier sind. Was möchtest du von mir? Erzähl. Und hör auf mit dem Scheiß. Pass auf, ich gehe einmal kurz auf Toilette und danach erzähle ich dir alles. Wie gesagt, es interessiert mich, es ist sehr, sehr wichtig. Du wirst mich jetzt noch warten lassen. Tu mir bitte einen Gefallen. Warte wieder auf mich. Ja? Ich bin sofort wieder da. Aber bitte tu mir einen Gefallen. Warte bitte. Ja, los, mach dich mal. Du gehst mit meiner Tante ins Bett. Und nach 16, 17 Jahren kommst du wieder an mit deinem Sohn, fragst dich, ob da irgendwas raus entstanden ist.